weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 22 Karrieremodus mit dem VfL Cassio. Wir spielen heute gegen Darmstadt 98, diesen 9. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Hier nehmen wir das V-Loch eingeblendet. Jetzt sehen wir nochmal die Startformation, mit der wir es heute angehen. Und ja, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und Twitch-Kanal bitte auch gerne abchecken. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ja, würde mich natürlich freuen. Und jetzt gehen wir rein in das Spiel gegen Darmstadt. So, haben wieder ein Heimspiel. Das wollen wir natürlich gewinnen. Gegen Darmstadt sollte uns das auch gelingen. Wichtig ist, diese Pässe heute zu machen. Nein, das war von hinten in die Beine. Es wird auf jeden Fall nochmal eine Karte geben. Ja, starker Ball. König. Bavia. Schade. Gelb für Weise. Weise, Mann, was machen die denn da? Bavia stark aufgepasst. Meier. Oh, er macht's nicht. Das könnte was werden. Sie drängen auf die Führung. Nee. 0-0, aber ein geiles Spiel. Geht rauf und runter. Ach, das 1-0. Da sahen wir nicht gut aus. Boah, bitter. Ganz, ganz bitter. Stark. Mendes 1-1. Stark. Verdient. Völlig verdient. Völlig verdient. Hätte auch daneben gehen können. 1-1. Wohlverdienter Treffer. König. Gut den Ball behauptet. Und beinahe das 2-1. Er hat manchmal wirklich so Lichtblicke und manchmal so Blackouts, wo man sich denkt, Alter, du spielst nicht mehr dritte Liga. Da, das schon wieder. Mein Gott, gut gehalten. Gibt's hier nur ein Unentschieden? Ja, auf jeden Fall zu wenig für uns. Könnte es hier sogar noch die Niederlage geben. So weiß jetzt nochmal. Abseits nicht. Doch. Ja, es wird hier wahrscheinlich nur ein 1-1 werden. Verdient wäre es nicht. Aber so ist Fußball halt. Da gibt es jetzt vielleicht hier nochmal einen Angriff. Dementis. Nee. Das war's. Nachspielzeit ist jetzt auch rum. Gibt es nochmal diesen Angriff für Darmstadt? Ja, den gibt's. Kibardin und das war's, oder? Ja, 1-1 nur, ist zu wenig. Dort ist definitiv zu wenig für uns. Schade. So, jetzt geht's gegen Sandhausen. Wir gucken einmal auf das hier, auf unsere Spielerstatistik der Torjäger und wir sehen unser Spieler das erste Winter mit 19 Toren und dann kommt Meier. Ja, also haben nicht die besten Torjäger, wir können immer auf die Vorlagen gucken. Da sieht anders aus. Wintermeier Gomez richtig weit vorne. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Spiel gegen Sandhausen. Das haben sich nämlich einige Leute gewünscht, dass ich das mache. Bitte schön, Auswärtsspiel in Sandhausen. Hallo und so. Übrigens,
geführt hat, den Punktestand auf 4 Punkte jetzt verkürzt, die haben nicht gewonnen. Erster Abschluss an 1000. Heisel, Pereira. Und da ist König Brankal. Hinter. Stark, kein Abseits, Meier. Der wartet zu lang. Weise. Alter Schwede. Bruder muss los. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Oh, Pfosten. Dann hat er ihn. Aber die Parade dafür, die war klasse. Jetzt wissen Sie, bei wem sich bedankt wird. Oh ja, bekommt er den Ball? Nee. 0 zu 0 zur Halbzeit. Mal wieder. König, kriegt er den? Nee. Ah, der Ball geht aber durch. Oh, das muss doch jetzt 1 zu 0 sein. Wieder Fehler da in der Hintermannschaft. Und Winter macht das Ding 0-1. 0 zu 1. Ja. Der lange Ball. Gomez. Der Vorbereitung an den 10 aus 20. Arne Sicker. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ah, nein. Nein. Oh Gott. Sehen wir, wie dribbelstark er ist. Nein, oh mein Gott, gut gehalten. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ich finde das Spiel gut laufen. Boah, da kommen zwei unserer Spieler überhaupt nicht ran. Ja, machen Sie klasse, ist ganz sicher eine ihrer großen Stärken. Ja, vielversprechender Steilpass, schöner hoher Ball. Oh mein Gott. Wieder gut gehalten, als wir haben so einen heftig guten Keeper. So, und da wollen sie jetzt natürlich auch ein klein wenig auf Zeit spielen. Das ist unübersehbar und das ist schon ein wenig frustrierend für den Gegner. Ja, das ist es, aber wie gesagt, wir gewinnen hier wieder ganz, ganz knapp mit 1 zu 0. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Nachspielzeit wird angezeigt. Weil wir mit dem Schuss einfach rein. Und dem Mendes. Und das müsste es doch jetzt gewesen sein, oder? Ja, wir gewinnen wieder mit 0 zu 1. Winter wieder mit dem entscheidenden Treffer. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir gucken dann wie immer zum Ende der Folge auf die Tabelle. Es ist jetzt der 22. Spieltag. Haben wir 52 Punkte. Führt 48, sind also 4 Vorsprung immer noch auf uns. Danach kommt dann Arminia Bielefeld ein bisschen abgeschlagen. Bremen auch, ja, nicht mehr ganz so nah dran. Aber geht natürlich noch für Bremen und Bielefeld um den Relegationsplatz. Ich glaube, Fürth und wir kämpfen um den Meisterschaftstitel, wenn es jetzt so weitergeht. Was macht sich im Abstiegskampf? Ja, Braunschweig, würde ich sagen, ist wirklich fast safe ab Karlsruhe. Osnabrück safe abgestiegen, würde ich sagen. Dresden, Erzgebirge Aue, 16. gegen die spielen wir jetzt als nächstes. Wie es ausgeht in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.